Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Against Total War Warhammer 3. Armut gegen Elend, bei uns zählen nur die inneren Werte. Mit mir, dem Gönner, auch bekannt als Günther Shadow, und ich bin natürlich nicht der einzige Spieler hier. Ich bin auch mit dem Mr. Merp hier. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Zu mir sei gerade eben nochmal was gesagt, wenn hier das UI komisch aussieht, wenn hier plötzlich die Ladezeiten anders sind, als auch beim Günner. Es könnte daran liegen, dass mein toller neuer PC, den ich mir gekauft habe, der ist kaputt und steht jetzt gerade eben bereit zur Abholung und ich bin wieder auf der alten Kiste. Also wundert euch nicht, das ist alles, was ich sagen will. Ja. Ja. Das ist auch das erste Mal für mich, dass ich einen Rechner einschicken muss, du. Also ich habe schon ein paar Mal was beanstanden müssen. Ja. Früher, immer wieder mal so, ne, das kommt ja vor. Aber es ist das erste Mal, dass ich einen kompletten Rechner zurückschicken muss. Hm. Das hatte ich noch nie. Das ist echt heftig, ne? Ich bin schon ready, so wie es aussieht. Ich habe keine Bewegung mehr frei. Ich überlege gerade noch. Ich habe auch keine Bewegung mehr frei, aber es gab noch irgendwas, was ich da machen wollte. Ich weiß aber nur nicht was. Das ist echt ein bisschen komisch gerade. Aber gut, ich muss einmal ganz kurz noch in diese Quests hier rein gucken. Mhm. Ah, ja, das muss ich machen. Okay. Hehehe, ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Ah ja, das muss ich machen und dann... Ja, okay, ja, ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Das werde ich nicht mehr schaffen in dieser Kampagne wahrscheinlich und... Das da habe ich noch, okay. Ja, das wird ein schöner Spaß. Okay. Ich glaube, so halbwegs blicke ich das. Und jetzt muss ich noch einmal gerade gucken. Wo sind denn meine Dudes hier? Ah, der kann hier gar nicht. Ah, der ist auch im Gewaltmarsch unterwegs. Das müssen wir aber auch noch irgendwie machen, ne? Das ist gar keine Armee und der ist auch nicht. Und der ist auch nicht. Okay, und dann... ja, ich weiß nicht, ist das hier dann richtig? Moment mal bitte. Wir könnten ja auch hier... ja, wenn ich das machen würde, würde ich diese Mission wahrscheinlich sogar erfüllen, ne? Aber ich kann nicht sagen, ob das geht. Vielleicht machen wir noch schnell das hier, weil das geht ja echt flott. Das da weiß ich nicht. Das können wir auch noch machen. Boah, ne? Also diese ganzen Späße von meinen Fraktionen, die mir da den Krieg erklärt haben, so, hallo Günner, ich mach dir alle Gebäude platt. Das hat mich echt ganz übel erwischt irgendwie. Und bei mir war es genau das Gegenteil, also bis jetzt immer noch. Ja, ich stelle auch mal wieder fest, ne, man merkt halt auch wieder, wie lange das halt einfach dauert, bis diese Städte alle ausgebaut sind. So, okay, und wir machen das jetzt mal so. Und dann schauen wir mal. Ja, da bist du schon mal gut und gerne 40, 50 Turns beschäftigt. Es ist krass, ne? Irgendwie. Ja, ja. Also, ich finde auch. So, komm, wir machen jetzt mal einfach weiter. Ich glaube, du wirst das ja eh wahrscheinlich jetzt nach Hause spielen, aber wir gucken mal. Ich will mich ja nicht ganz ohne Wert hier verkaufen. Ja, ich denke, so eine Camry-Kampagne, die muss man echt richtig, richtig slow spielen. Ne? Also alles dauert halt einfach sehr, sehr lange. Die Gebäude brauchen... Ach du meine Fresse. Also da sagst du was. Also ich habe schon ein paar Mal Camry gespielt, auch schon in Warhammer 2. Hm. Und es ist genauso, wie du sagst. Also du brauchst halt wirklich ewig, bis du dich aus deinem Mauseloch raustrauen kannst. Und dann guckst du raus und stellst fest, alle anderen schießen schon mit Atomraketen und du hast einen Bronzesäbel. Ja, so fühlt man sich hier. Ganz genau. Also das ist dann schon manchmal sehr, sehr weird. So, wo rennt der denn jetzt hin, der Mistkerl? Den will ich hier loswerden. Entschuldigung, den muss ich kurz mal töten. Kein Problem. So. Denn nach wie vor bekämpfe ich hier ein paar Druki. Oh, was ist das? Der Staubmantel. Dann bekommen die halt auch so komische Items wie der Staubmantel, ne, die dir dann noch mehr Möglichkeiten geben, irgendwie zu schleichen. Aber das nützt dir eigentlich überhaupt gar nichts. Das ist die Tragik an all dem, dass diese Fähigkeit ziemlich unnütz ist. Also zumindest für einen Helden, sage ich jetzt mal. Bei den allermeisten, also bei manchen Einheiten bin ich voll dabei zu sagen, yo, geil, der kann jetzt schleichen. Also dann schleichst du dich halt hinter die feindlichen Linien und so. Und greifst dann Bogenschützen, Artillerie und so an. Aber bei einem Helden
habe ich noch nicht den Nutzen entdeckt. Es ist ein bisschen komisch, ja. So, ich bin mal gespannt, was der jetzt macht. Der wird ja jetzt gleich hier mich irgendwie wieder angreifen, weil die KI, die mir am anderen Ende der Map nichts besser, die mir den Krieg erklärt hat, da nichts Besseres zu tun hat, als jetzt hier zu mir rüber zu schippern, ne? Ach du meine Güte, du glaubst es nicht, ne? Du glaubst es nicht, warte mal. Aber das hier bauen wir noch aus, das geht nämlich gut. Und das hier bauen wir auch noch aus, das klappt nämlich gut. Und dann müssten wir es. Ah ja, warte mal, aber wenn ihr mir jetzt natürlich diese Stadt platt macht, dann habe ich nichts mehr von der Mission, ne? Naja, okay, gut, müssen wir mal gucken. Was ist hier? Ah, oh, Scarbrand Blob mal wieder. Der Scarbrand Blob, der macht also den Kugas, willst du damit Ja, sagen? der bloppt ein bisschen, ja. So, und das hier. Achso, das müsste ich ja dann nächste Runde bauen, ne? Ich habe nur zwei Damit das noch fertig wird Missionen. in dieser Kampagne hier. Ja, erzähl mal. Die eine werde ich nicht hinbekommen für das Bündnis. Ich soll ein militärisches Bündnis irgendwie hinbekommen. Niemand mag Kateb. Ich sag's dir, niemand. Niemand will mit ihm. Es gibt einen Grund, warum sie ihn an den Rand der Welt gesetzt haben. Ich selbst CA mag So, Scarbrand erklärt mir wieder den Krieg. Jawohl, so ist es, genau. Jetzt weiß ich immerhin, Hat wer der lang Spieler Nummer 2 ist. gehalten? Hilft mir zwar nicht, aber ich weiß, dass der zweite in der Reihe Scarbrand ist. Kommt es dir auch so vor? Die Armeen sind deutlich weniger, ne? Wie meinst du? Als in Warhammer 2. Also jetzt hier in diesem Spiel, generell in Warhammer 3, ist die Ja. Anzahl der Feindarmeen deutlich geringer. Ah ja. Kommt mir zumindest so vor. Oder sehe nur ich das so? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe tatsächlich da nicht so die Vergleichswerte. Okay. Also ich könnte das jetzt nicht so, ich kann das nicht so genau, ich kann das nicht so genau sagen. Ich habe Warhammer 2 da einfach nicht mehr so im Kopf, ne? Ah, okay. Ja, kann ja sein, kann ja sein. Also ich erinnere mich halt daran, dass es deutlich mehr Armeen gewesen wären. Aber ich Ja. begrüße es auch, dass es nicht mehr so übertrieben viele sind. Hm. Also das war ja teilweise lächerlich, wenn du dann so, weißt du, du hast eine Armee und die KI hat dann fünf. Ja, genau, ja, das ist jetzt allerdings nichts wirklich Neues, ja. Lord of the Glade. Ja, aber das ist das, was ich meine mit, dass ich das Gefühl habe, dass es weniger geworden ist. Ja. So, die müssen hier noch mal ein bisschen heilen. Dann habe ich das jetzt hier auch gleich noch geschafft. Da schaffe ich immer noch mal eine Quest, das ist doch schön. Ich bin sehr auf Ushabti gegangen, ich sag's dir. So viele Ushabti-Gebäude habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das ist auch cool, wenn das eine gute Strategie für dich ist. Hat bis jetzt Und auf jeden geklappt Fall hat, geklappt. ja. Das ist Also bis natürlich jetzt hat es geklappt. der Luxus ist natürlich, dass du überhaupt Gebäude hattest. Ja. Im Kleiner Gegensatz zu Spaß. dir. Kleiner Spaß, ne? Sei mir jetzt vergönnt, ja. Nee, das ist schon in Okay, Ordnung. Ich meine, du hast schon ganz schön auf die Goschen Ja, das kann bekommen. man so sagen. Boah, welche Stufe muss ich denn hier erreicht haben? Für Stufe 4, das schaffe ich nicht mehr. Da ist das Projekt hier vorher zu Ende wahrscheinlich, ne? Moment, nochmal gerade gucken, ja. Ja, die werden sowieso alle von Orks angegriffen werden. Man weiß ja nicht, wie schnell es jetzt geht. Theoretisch könnte es ja diese, also theoretisch könnte es diese Folge zu Ende sein, aber ich glaube, dafür sind wir zu langsam. Ich tippe auf die nächste Folge. Ja, ich denke auch so um den Dreh rum wird das machbar sein. Es sei denn, wir haben gleich noch mega viele Kämpfe, die wir selber spielen müssen. Dann kann sich es natürlich noch mal ändern. Es ist so ein bisschen schade, finde ich. Oder ich sag mal so, das, was einfach bei dieser Fraktion halt nicht so wirklich gut durchdacht wirkt, ist halt so dieser Umstand, dass du ja ständig eigentlich. Achso, bleibt er jetzt da unten? Ich kann ihn auch zurückholen, ne? Ist egal, wo er ist. Was bei dieser Fraktion nicht so gut durchdacht wirkt, ist halt dieser Umstand, dass du ja irgendwann eigentlich mehr brauchst als vier oder fünf Armeen, ne?
Ja. Und eher schnell als spät, ne? Deswegen bin ich der Meinung, dass man so etwas bei allen Fraktionen einführen sollte, dass es Ja. Armeebegrenzungen gibt oder zumindest Begrenzungen für die Qualität der Einheiten. Ja, genau, Jetzt will man. das hatten wir doch auch mal, das hatten wir auch diskutiert, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge oder irgendwie Ah, so, also in der nicht letzten das erste Session. Mal. Ja, Nicht das erste Mal. genau, ja. Das ist ein spannender Punkt, ne, dass du halt sagst, du kannst von diesen Elite-Regimentern einfach nur 4, 5 haben. Pro Armee, Oder, genau, ja. so in der Art. Was ich ja bei Warhammer schon mal nicht so verkehrt finde, ist immerhin auch dieser Umstand, dass du ja nur in gewissen Regionen rekrutieren kannst, ne? Also du Ja. kannst ja nur, weiß ich nicht, sagen wir mal. Okay, jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob man das hier schaffen. Du kannst ja nur in deiner Stadt auch die Region, oder du musst immer in einer Stadt sein, um Einheiten rekrutieren zu können, ne? Das finde ich schon mal, ist eigentlich ganz gut. Wenn sie jetzt noch das mit dieser globalen Rekrutierung ausgemacht hätten, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen cooler, weil man dann Ja. halt, weil man, kannst du, kommt der Typ dahin? Bitte, ja, danke. Ich finde Weil auch die man, globale Rekrutierung ein bisschen schwierig manchmal, vor allem weil es halt auch nicht jede Fraktion kann. ja. Es wäre auch irgendwie schöner, wenn man es halt dann so hätte, dass du diese, dass du dir halt deine, dass du deine Siedlung dann strategischer ausbauen musst oder so. Aber das geht halt natürlich nur dann, wenn das halt, da kommt der Scarbrand wieder, ne? Jo, da oben ist er schon. Halleluja. Und er hat einen Fullstack. Ja, das wird ja fantastisch. Du meinst, er hat so Revolverarmeen immer wieder Ja, nachgeladen? das finde ich ist zum Beispiel ein Punkt, der mir nicht so schmeckt. Und ich sehe es halt auch irgendwie so, jetzt gerade in meinem. Oh, fataler Fehlschlag. Super, das ist mein Kruftprinz verwundet. Das heißt, du machst jetzt nochmal mehr Kanopenkrüge pro Runde als ich. Mal gucken, ob das geht. Ja, das machen wir. So, dann räumen wir den mal ab. Ja. Das jetzt drauf. Ja, klar. So. Oha, eine Kriegssphinx hat er erhalten als Reittier. Oh, du hast ein Buch des Nagash bekommen. Yes! Wir haben das 6. Buch des Nagash. Juhu! Gratuliere. Völlig nutzlos, aber Ja. gratuliere. Ja, also ich will ja zumindest nicht hier aus diesem Let's Play-Projekt treten, ohne mich gebührend verkauft zu haben. Und so kann ich wenigstens einen Erfolg vorweisen. Ja, dann habe ich nämlich ein Buch des Nagash habe ich mitgenommen. Warte mal, welches ist es denn? Aber wir sehen dadurch halt, dass wir das wirklich um die Wette uns holen. Weil bei mir ist es jetzt nämlich auch abgebrochen, ne? Also Ah ich kann es mir ja, nicht mehr holen. okay. Ah ja, interessant. Das ist also wirklich eigentlich eine ziemlich coole Idee, wenn wir mal irgendwann mal Ja, wieder wenn wir dazu uns das nochmal wagen. antun, Genau. wenn wir uns das nochmal antun wollen, dann ist das ganz gut. Ja, okay. Wird nur wieder ein paar Jährchen dauern, bis wir wieder die Muße dazu finden, diese Jungs Naja. hier anzufassen, Ja, glaube ich. ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. Also ich muss jetzt mal gerade ein bisschen hier Skillpunkte verbasteln. Ja. Kein Problem. Ich habe sowieso ein bisschen Diplo zu machen. Yay! Geil! Der mag mich überhaupt nicht, ist aber trotzdem bereit, mit mir zu handeln. Das ist hochinteressant. Der Jadehof. Bei minus 36 hat er einem Handel zugestimmt. Wow. Leider hat sie noch Armeen. Ich finde es immer so schade, dass du die halt wirklich so runterknüppeln musst, damit sie auch nur ansatzweise in den Bereich kommen. Oh, dass sie bereit dazu sind, Vasall zu werden. Ich habe gerade eben noch mal eine weitere Quelle für Kanopen gefunden. Keine große, aber hab's mir mal genommen. Erzähl mir mehr. Ich bin mal so nett. Es gibt einen Ritus. Ah, ja. Der bringt nicht viel, der bringt plus eins, aber es ist besser als nix. Ja, klar, ja. Und ich mache jetzt halt schon wirklich
Arsch viel, Entschuldigung. Ah, wir können jetzt übrigens, ach, guck mal da. Man kann jetzt übrigens, es gab ja ein Patch mittlerweile, ne? Sehe ich das Ja, richtig? Ja, man ne? kann jetzt reskillen, aber Ja, das komplett, soll ne? wohl nicht ganz bugfrei sein. Also, ich wurde Oha. gewarnt von meiner Community. Ich habe es selber nicht prüfen können, aber ich wurde davor gewarnt, dass du, wenn du Level 50 wärst und reskillst, dann würdest du wohl Punkte verlieren. Ich habe es aber, wie gesagt, nicht prüfen können, ob das stimmt. Ich meine, Level 50 werde ich mit meinem KTEP hier nicht mehr erreichen in diesem Let's Play. Ich bin gerade mal Level 28. Wahrscheinlich bist du sogar weiter. Nee. Ja, doch, 32 ist er. Naja, aber du musst es halt auch mehr kämpfen. Ja, das ist der eine Punkt auf jeden Fall. Uff, oh, was ist denn das hier noch alles? Ah, ja, stimmt, genau, ja. Wow. Das ist mal eine noble Truppe von den Hochelfen hier. Dreimal Argentgarde, einmal weiße Löwen, fünfmal Schwestern, zwei kleine Drachen. Das ist mal eine nette Armee. Zwei kleine Drachen, die waren nicht gern allein. Okay, gut, dann mal was. Und luden sich einen Phönix Ja, einfach zum genau. Spaß ein. Ja. Wir nehmen irgendwelche Tough Guy Sprüche und machen so Kinderlieder draus, ne? Am besten so. Genau. Ja, toll, aber das. Ja, das hilft mir hier auch nicht weiter. Das hilft mir hier tatsächlich nicht weiter. Ich habe hier so viele Rekrutierungsmöglichkeiten, ne? Aber es bringt mir ja nichts für meine Armeen, ne? Also Ja, wenn die wieso? Armeen voll sind, sind sie voll, ne? Ja, und vor allen Dingen, es dauert mehrere Runden und bei mir ist halt der große böse Wolf da oben und der wird mich ja gleich angreifen. Und der kommt halt natürlich wieder zu meiner Hauptstadt und jolot mich da halt wieder weg, ne? Der große böse Skarbrand. Ja. Weil du kannst auf jeden Fall mal. Der kann ja eh nicht rekrutieren. Guck mal, da kannst du schon mal hierhin weiterlaufen. Und wir müssen hier dieses Streitwagen-Ding bauen. Und also eigentlich bräuchte ich halt in dieser Situation, ich bräuchte jetzt irgendwo so einen Helden oder so eine Armee, die ich irgendwo hinten stehen lassen kann und so nach und nach mit Einheiten vollstopfe, ne? Aber das kann ich mir halt überhaupt nicht leisten. Das geht gar nicht, weil halt da, wie gesagt, ne? Also ich kann es mir nicht leisten, einfach da mal so stehen zu bleiben und dann so 4 Runden da irgendwas zu rekrutieren, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich Das verstehe es. ist echt richtig, richtig doof. So, und jetzt? Tja. Ich Okay, profitiere und. einfach nur davon, dass ich die ganze Zeit halt passiv so viel Einkommen habe im Sinne von, ja, du weißt schon. Meine ganzen Untoten sind halt ordentlich am Kanopen produzieren. Also wir sind da schon Großlieferant. Musst du mal gerade. Ja, guck mal, und alle mögen Scarbrand. Alle mögen Scarbrand. Das ist doch total gestört, oder? Ja. Bizarro World. Ich muss da gerade noch ein bisschen, sorry, ich muss da noch ein bisschen Diplo machen. Weil, aber, Ja. ja. Ich höre den Grüften zu, wie sie stöhnen. Ja, ich stöhne hier auch. Und das Beste ist, diese ganzen Dawi, ne? Die hassen mich alle abgöttisch, weil die ganz genau wissen, dass Feuer gegen mich doppelten Schaden macht. Nee, die hassen dich deswegen, weil du keinen Bart haben kannst, Das, Harre. wobei, ich würde mal sagen, ja, okay, gut, das ist ein Fake-Bart, ne? Ja, Und wahrscheinlich hassen sie dich deswegen erst recht. Boah, Weil, Alter, wenn da einen Fake-Bart hat. Wosak Stärke Rang 88. Ja, genau, deswegen hassen sie mich richtig, ne? Ja, weil wir Genau. darüber, weil wir vorgeben, einen Bart zu haben, der in Wahrheit nur so ein angeklebter Kinnstöpsel ist, ne? Ja. Richtig. Ich meine, ich kann das auch irgendwie verstehen.
Was macht man eigentlich hier mit den Wächtern? Es gibt ja hier diese Pyramide, ne? Ja. Was macht man mit denen eigentlich? Schwarze Pyramide des Nagash, ja, ne? Aber ansonsten steht die einfach nur da rum die ganze Zeit, ne? Ja, ja. War ja in Warhammer 2 auch schon so. Da hat sich nicht viel geändert. Du kriegst halt, wenn du das Ding halt eroberst, die Option auf ein besonderes Gebäude in den Wächtern. Was aber in meinen Augen, zumindest soweit ich mich erinnern kann, nie besonders erstrebenswert war. Das ist halt irgendwas mit vampirischer Korruption und bla. Und ich denke mir immer, das will ich doch alles gar nicht. Eigentlich ist es nur spannend, wenn du Vampir bist. Also da hätten sie sich auch noch ein bisschen mehr ausdenken können, sodass es irgendwie so, keine Ahnung, so ein Set-Bonus gäbe. Stell dir das mal vor, es gäbe so eine Art Set-Bonus, wenn du bestimmte Gebäude hast, wie zum Beispiel die Gebäude des Untodes. Oder auch andere, also oder die Gebäude des Lichts oder so, weißt du so. Und dann bekommst du irgendwie Boni auf deine Volk oder auf die Magie, die du benutzt. Dass du dann vielleicht Nekromantie verstärkt casten kannst. Also, das wäre doch mal ein Gag. Irgendwas. Ah, jetzt geht's weiter. Er hat irgendwas geladen, ich weiß nicht genau was. Aber... Ja, ja, bei mir habe ich auch schon gedacht, es sollte doch jetzt eigentlich durchrattern, aber es ratterte nicht. Aber wahrscheinlich hat gerade im CA mitgeschrieben, weil sie uns zuhören, weißt du? Ja, was Ähnliches gibt's ja immerhin mit diesem Yin und Yang-Ding bei Kartei, ne? Also. Das ist ja eigentlich eine ganz coole Idee dahinter, ne? Dass du halt Einheiten hast, die sich gegenseitig so buffen oder so, ne? Ja, ja, und in dem Fall halt quasi, dass dann halt, also, aber dass es dann jede Fraktion machen könnte, weißt du? Das wäre mal eine richtig coole Spielmechanik. Wow. Das ist. Okay. Ich soll die Armee von. Weißt du, was total für ein Arsch ist? Erzähl mal. Ich habe gerade eben einen Effekt bekommen. Flüchtlingszustrom beim Monolithen. Jetzt kommt's. Kontrolle minus 10 für 5 Runden. Aber zum Glück bekomme ich einen Bonus für 5 Runden. Rekrutierungskosten minus 40%. Wow, das ist mal richtig nice. Ja, das ist mal richtig nice. Da kannst du dich auf jeden Fall mal gut drauf ausruhen, dass deine Einheiten dann günstiger werden. Genau, weil 0 mal 0,4 ist, warte mal. Irgendwas anderes, ja. Ja, ja, also es war nicht 4. Oh Mann, ey. Wer hat denn dieses Event da reingepackt? Das ist ja schlimm. Ja, also nach dem Motto 1000 mal 0 ist halt immer noch 0, ne? Also, richtig. Ja, naja, jetzt guck ich mal. Ach, ihr habt das jetzt eingenommen. Ja, dann ist das so. Ja, ich besetze jetzt hier das nächste hier. Die Schwarzlichtlichtung. Der Schwarzlichtturm ist jetzt meiner. Das ist so eine Neon-Disco, weißt du? Schwarzlichtturm. Ja. Da kommt dann auch die ganze Zeit so Musik raus. So. Genau. Ja, schön. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mal dringend mit der Dame hier reden über militärische Zugänge und so. Wird hart werden. Och, komm, Trolinchen. Weißt du, jetzt habe ich hier diese komische Lebenselfe neben mir. Und... Die wollen alle sich nicht unterwerfen. Die sind alles... Och, das darf doch wohl nicht wahr. Ich kann nicht mal mit 10.000 Gold... eine diplomatische Einschätzung von minus 2,2 ausgleichen. Da kommt mir bekannt vor. Ja, die Diplomatie. Ja, es ist ein noch nicht mal, also schmückendes Beiwerk wäre noch ein Euphemismus, ne? Ja. Kann man definitiv so sagen. Alter, der Typ hier, ne? Diese komischen Nagash-Fritzen da, die haben 3 Fullstacks da drin. Wie soll man das denn erobern? Das ist eine verdammt gute Frage. Macht das Ding denn überhaupt Kanopenkrüge? Nö. Nicht wirklich, oder? Das macht nur nicht mal Kanopenkrüge, das Ding. Submit to your king.
Okay, gut. Rang des Kommandanten bei Rekrutierung plus 3, weil du halt eh nur 5 haben kannst, ne? Also, und du mindestens 5 brauchst, um es zu erobern. Dann kriegst du es bei Nummer 6 oder so. Das ist dann also schon viel zu spät. So ist es, ne? Okay. Was machen wir hier noch? Diese blöde Hochelfe mir hier so im Weg, ey, das gibt's ja wohl nicht. Die nervt echt tierisch. Darf doch wohl nicht wahr sein. Okay, warte, was hat der für Einheiten? Ah, okay. Genau. Hey, passt. Und machen wir das hier auch noch, ne, oder? So. Minus 10. Ah, jetzt ist der Typ endlich da. Der Witz ist, neben mir sitzt die ganze Zeit das Mallekätzchen und schnurrt. Der macht nichts. Der existiert hier einfach nur so. Wie sehr mag mich eigentlich meine Vasallin? Ja, mach das. Das finde ich okay. Dann kriegen wir da eine Revolte. So, jetzt bin ich gespannt. Kriege ich jetzt. Jetzt müssten wir die Revolte da kriegen. Und dann muss der Scarbrand aber da durch, ne? Das auch wieder witzig, insofern, weil ich habe ja diese Armeefähigkeit mit diesem Sandsturm, ne? Ja. Ah nein, er ist doch vorher dran. Okay. Ja, gut, dann. Ah, er hat sich das einfach so geholt, okay. Ich habe hier diese Fähigkeit mit diesem Sandsturm und eigentlich bedeutet das ja, dass er Verschleiß bekommt, wenn er in mein Gebiet reinläuft. Die KI umgeht das halt einfach, indem der immer in diesen Stellungswechseln halt alterniert, ne? Also dann geht er einfach auf Plünderstellung, das kannst du ja selber auch machen, und läuft dann einfach Ja. im Plündermodus bei dir durchs Territorium durch und kriegt keinen Verschleiß. Und das habe ich, glaube ich, schon vor einem Jahr mal zurückgemeldet, dass das ja irgendwie so ein bisschen witzlos ist. Machen wir das Ja, hier. das kann man auch durchaus so Ja. sehen. Wenn man das halt hat. Ja, also. Ja. Okay, Kylostra hat, glaube ich, so langsam aber sicher ein Problem mit ihrem Unleben. Ich habe das Gefühl, dass die Elfen sie jetzt platt machen. Das. Oh, warte mal, kann ich nicht irgendwie noch einen Deal rausholen? Das muss doch möglich sein. Schade, viel zu weit weg. Ja, jetzt kann ich schon keinen Frieden mehr mit den Ertrunkenen machen. Das finde ich jetzt wiederum etwas doof. Ey, für einen einfachen Nicht-Angriffspakt müsste ich mit dieser Elfe 12.000 Gold ausgeben. Aua. Aber ich mach's. Ja, das ist ja manchmal die sinnvolle Option, ne? Genau, weil ich bin jetzt halt auch schon an dem Punkt, dass Geld keine Rolle mehr spielt für meine Fraktion. Also ich habe inzwischen jetzt 9.200 Goldeinkommen. Das ist schon gut. Das Geld spielt keine Rolle mehr. Ich werde meine Städte wieder nicht retten können, weil der Scarbrand halt viel schneller ist als ich, ne? Bereite mich jetzt hier mal auf, noch mal für eine letzte Invasion des Nordens Er vor. sagt, Surin ist am schnellsten. Das Gute an uns ist, wir frieren nicht im ewigen Eis. Ah ja, das ist cool. Naja, das sage ich jetzt einfach so. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel So, daraus ob macht. das ja. Okay. Es ist einfach so eine logische Behauptung. Aber wer weiß, ob das Spiel nicht plötzlich doch sagt, dass diese Knochen bibbern. Zutrauen würde ich es ihm. So, Also bringt lala. mir hier nichts mehr, ne? Okay. Ich kann sie halt nur als Helden mit in die Armee nehmen, aber das ist eigentlich auch zu schade. Naja, mach das. Genau. Und kann ich noch irgendwo so ein. Ne, das möchte ich gar nicht. Kann ich noch irgendwo so einen Erlass raushauen, so einen Ritus? Was geht hier? Was ist das nochmal? Ja,
In einer Runde verfügbar. Ah ja, okay. Ah, ich brauche eine nähekarasnische Zitadelle. Ja, gut, ich glaube. Wo ist denn dieses Gebäude? Was ist das denn? Ah, okay, so ein Gebäude ist das. Ah, das sind die Dinger, die mir. Ja, nee, nee, das kann ich vergessen. Das werde ich nicht mehr in diesem Durchgang hier erleben. Tja. Müssen wir gleich nochmal gucken, ne? Das ist günstig, das können wir mal so ausbauen. Hier läuft tatsächlich auch ein Buch rum. Das Problem ist bloß, ich werde es nicht kriegen. Ah. Weil dafür bräuchte ich jetzt einen militärischen Zugangspakt mit Malekith und der sagt garantiert nicht ja. Dann bräuchte ich wahrscheinlich 50.000 Gold und mehr, dass der auch nur darüber nachdenkt, ja zu sagen. So, aber ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, dass wir einen Break machen. Wir haben schon eine halbe Ja, Stunde voll. dann sehen wir uns gleich wieder. Ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. In diesem Sinne, macht's gut und Pax vobiscum valete. Tschüss.